Ich bin immer, ich habe ein Buch geschrieben, das auch übersetzt in mehrere Sprachen ist, dieses Buch, die Erklären, Verstehen, Kontroverse, wobei ich versucht habe, die ist auch, ja sehen Sie, historisch und systematisch zu behandeln. Die Entstehung dieser Frage im 19. Jahrhundert, Schleiermacher, Dilthey, Droysen, Positivismus dann als Gegenphase und dann, ja, dritte Phase, Sprachspielphase, Wittgensteinianismus. Und dann kommt noch eine vierte Sprache bei mir, Phase bei mir, nicht? Diese ganze Kontroverse zu rekonstruieren. Ne? Mhm. Wobei ich immer mit dem Gesichtspunkt der Erkenntnisinteressen gearbeitet habe. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel. Aber das ist wirklich nur grob jetzt der Anfang, denn es gibt noch andere Ansatzweisen der Wissenschaft, zum Beispiel funktionales Denken ist zwischen dem Verstehen aus guten oder schlechten Gründen und kausalem Erklären. Es ist nicht kausales Erklären, genau, womit Sie eine Systemtheorie begründen können. Also funktionales Denken, was heute immer wichtiger wird in der Biologie oder auch in der Soziologie eine große Bedeutung hat, das liegt da irgendwie zwischen. Ne? Das wäre hier auch besonders zu erwähnen. Und da ist die Philosophie innerhalb der Geisteswissenschaften in der gleichen Methodik? Nein. Sehen Sie, jetzt kommt nochmal die Reflexion. Kommen wir nochmal auf diesen Punkt zurück. Das wird sehr kompliziert bei mir. Es ist eine Selbstaufstufung der Sprache und eine Selbstaufstufung des Denkens. Selbstaufstufung steht anstelle von Reflexion, weil Reflexion oft missverstanden wird, als ob man, ich persönlich reflektieren wollte, auf mich und mich selber einholen wollte, das geht ja gar nicht, das geht endlos weiter, das ist nicht die Sache, sondern es geht um die Selbstaufstufung des Denkens, die wirklich zu Ende kommt, es sind genau vier Stufen, dann ist Schluss. Die erste Stufe ist auf die Tatsachen in der Welt, auf die Ereignisse erklären, so wie es in Naturwissenschaften geht, aus der vorwissenschaftlichen Interessenlage heraus, dann also erstmal erklären von Ereignissen oder von Regularitäten, auch wie wieder erklärt werden sollen. Immer erklären aus Ursachen und Gesetzen. Und dann die nächste Stufe, da will man verstehen, was die Leute tun, die aus Gesetzen erklären. Das ist Geschichte der Naturwissenschaft, gehört zur Geistesgeschichte, gehört zu den hermeneutischen Wissenschaften. Das ist schon die nächste Stufe. Aber immer noch will man konkret verstehen, was hat der Newton, warum hat der Newton diese eingeführt und zum Beispiel. Ganze Wissenschaftsgeschichte gehört mit zu der Stufe der historisch-hermeneutischen Geisteswissenschaft, zu der auch die Jurisprudenz und die Theologie vor allem, die eine riesige Tradition da hat, nicht? Die hat ja auch diese Themen alle angefangen, wie wir Schleiermacher verstehen und so weiter. Und ja, und noch viel früher, Hermeneutik haben sie immer gehabt, schon im Altertum, Alte und Neue Testament zusammenzubringen. Ne? Mhm. Eine riesige Aufgabe, wie das hat man eine Hermeneutik entwickelt in der Zeit der Kirchenväter. Und ja, und das ist aber die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist dann, ja, in die Stufen kann ich jetzt nicht so einfach reinbringen, die funktionale, das ist etwas komplizierter. Aber die höchste Stufe ist dann, dass die Philosophie auf sich selber und ihren eigenen Geltungsanspruch reflektiert, der immer der Universale ist. Sie will universale Aussagen machen über das, was im Alltag geschieht, vorwissenschaftlichen Bereich, was im naturwissenschaftlichen Bereich, im funktional denkenden Bereich der Biologie, jetzt neu in den Sozialwissenschaften, nicht wahr? In den verschiedenen Sozialwissenschaften, das differenziert sich sehr, geschieht nicht. Es gibt ja auch normative Sozialwissenschaften, nicht nur empirisch. Die wollen ja nicht nur wissen, für die Tabakindustrie rauskriegen, wie die Studentinnen sich denn nächstes Jahr verhalten werden, sondern auch ganz andere Fragen, wo rekonstruiert wird durch Jahrhunderte hindurch und auch bewertet wird, versucht, wenn man das sagen darf. Ja, ich bin ja einer, der noch an Fortschritte den Kampf für Pflicht hält. Rekonstruktion der Geschichte, der Geistesgeschichte auch in normativer Absicht, also mit dem überneuten Versuch, einen Fortschritt und einen Rückschritt
zu trennen, also in diesem wertenden Sinne nicht. Das ist ja heute kaum erlaubt noch, aber es ist keineswegs so, dass man dazu ein Wissen über den notwendigen Gang der Geschichte braucht. Das sagen die Postmodernisten, aber das ist völlig falsch. Das hat Marx und Hegel gewollt, ja. Aber Kant hat gesagt, solange es nicht bewiesen ist, dass Fortschritt unmöglich ist, moralisch relevanter Fortschritt, rechtlich relevanter Fortschritt unmöglich ist, solange sind wir verpflichtet, solange haben die anderen, die Skeptiker, die Beweislast, dass es nicht möglich ist. Und wir sind verpflichtet, zu versuchen, die Geschichte als Fortschritt zu denken. Zum Beispiel bezüglich der Rechtsinstitutionen. Ne? Mhm. Danach halte ich mich allerdings. Das halte ich für sehr richtig. Nicht? Mhm. Und dieses immer erneut zu versuchen, da ist kein Wissen über den notwendigen Gang der Geschichte, nein, wie bei Marx, sondern es ist ein Versuch, von der Ethik her zu versuchen, die Geistesgeschichte insgesamt immer neu so zu rekonstruieren, kritisch und positiv, dass eine Fortsetzung im Sinne des Gesollten möglich ist. Also von der Ethik her, die Einstieg in die Rekonstruktion der gesamten Geistesgeschichte. Das bindet für mich sozusagen alle Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften zusammen. Mhm. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Inwiefern, wie steht die Philosophie also zu gesellschaftspolitischen Problemen? Ja, das geht dann wirklich so, dass für mich, ich habe das gerade noch in einem Vortrag über mein kritische Kant-Resümee in Frankreich, Flandern, wie heißt das denn? Lille. Lille hat einen großen Kant-Kongress, ja, die Franzosen, weil ja Kant-Jubiläum ist, 200 Jahre. Mhm. Na, das ist sehr schön gemacht und da hatte ich die Aufgabe, meine transzendental-pragmatische Transformation Kants und Reflexion darzustellen, in einem Vortrag, resümiert das Ganze. Nicht? Und da bin ich dann von den Geisteswissenschaften, die bei Kant gänzlich fehlen noch, ja, Naturwissenschaften, die Geisteswissenschaften fehlen völlig. Die habe ich dazwischen gebaut und gesehen, warum die fehlen bei Kant. Das kann ich hier nicht bringen. Und dann von da aus weiter zur praktischen Philosophie. Und da kommt für mich wieder ein typisches Transformationsproblem. Ich immer von Kant inspiriert, aber auch immer kritisch zu Kant. Und da komme ich dann über die praktische Philosophie, Ethik und Rechtsphilosophie, komme ich dann auch zu politischen Philosophie, hier zum Beispiel. Da war ja mein Thema hier, was wollen wir jetzt eigentlich? Wollen wir ein Imperium, wie das ja jetzt sich nahelegt, nach dem, was die Amerikaner für eine Politik machen, nicht? Imperium, oder wollen wir die UNO-Politik fortsetzen? Manche nennen das ja den Gegensatz von Unilateralisten und Plurilateralisten. Und darüber habe ich eine rhetorische Frage. Ja, rechtsphilosophisch, habe bei Kant angefangen, Friedensschrift, ewigen Frieden und so, um dann in die Gegenwart aber zu kommen. Und die Frage immer neu zuzuspitzen, ja, was die Gefahren links, die Gefahren rechts aufzustellen. Ist ja nicht so, als ob auf der einen Seite das Gute wäre. Nicht die Gefahr, dass die Kant schon an die Wand gemalt hat. Ein Weltstaat? Ja, eigentlich müsste man haben, aber andererseits gefährlich. Despotismus, Gefahr. Und auf der anderen Seite, die UNO, recht und schlecht funktioniert sie nur. In Ruanda hat sie nichts gemacht. Kann sie aber auch gar nicht. Hat ja keine Divisionen, wie Stalin über den Papst sagt. Er hat ja keine Division, ist ja angewiesen auf die Unterstützung der Weltmächte. Nicht? Das ist also die Komplikation. Da sind sie, da haben sie den Eingang von der Moralphilosophie und der Rechtsphilosophie zur politischen Philosophie. Das hat sie angefragt. Ja.